Hallo zusammen, hier ist wieder Tila und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht's wieder mal um den Great Vault. Wir waren letzte Woche mehr oder minder fleißig und zwar haben wir M+ gespielt. Ich war auch in einem Raid unterwegs, aber ich habe nur den Endboss umgehauen vom HC-Raid, sprich da dürfte jetzt kein Item drin sein, aber ich habe mit Arena angefangen. Letzten Sonntag habe ich mal so einen Abend Arena gespielt. Wir haben, wie waren es, 3000 irgendwas Ehre ist da, glaube ich, zusammengebastelt und da haben wir ein bisschen hochgespielt. Also, naja, für einen Abend bin ich auf 1100 gekommen, das ist schon ganz okay mit teilweise irgendwelchen Leuten, die interessantes Gear hatten, sagen wir es mal so. Und ich würde sagen, wir gucken mal rein. Vielleicht haben wir irgendwie aus dem M+ ein gutes Upgrade-Item drin, beziehungsweise ein Transmog-Item, was wir brauchen können. Oh, lass bitte da Versa drauf sein. Großes Versa, großes Versa, großes Versa. Tempo-Crit. Schlechter kann es nicht sein. Warum muss ich Tempo-Crit kriegen? Also, Mastery Versa würde ich brauchen, ne? Und jetzt kriege ich endlich mal einen Ring hier aus der Kiste und dann ist halt Tempo-Crit drauf. Bitte, also viel schlechter geht's gar nicht von den Stats als der, vor allem auch noch großes Crit. Crit ist der absolut schlechteste Stat, sowohl beim Guardian als auch beim Feral leider. Dann haben wir die Insignia, die brauche ich mal überhaupt nicht. Und dann haben wir hier Versa Mastery. Ich glaube fast, dass ich das nehme. Oder was habe ich für welches? Gut, ich habe 226 Versa Mastery an. Nee, gut, das brauche ich auch nicht. Ich hätte das hier genommen, um es zu upgraden. Aber wartet mal, das Ding hier ist Item Level 200 und hat 61 Versa drauf. What? Und meins ist 226 und 48 Versa drauf. Okay, ich glaube, ich check langsam. Diese PvP-Items, die haben irgendwie wesentlich mehr Stats drauf. Gut, ich muss es sowieso nehmen, weil ich es fürs Transmog noch brauche, sehe ich gerade. Ah nein, das sind Hände. Oh boy. Ja gut, never mind. Es sind Hände und keine Dinge. Ah, Hände brauche ich sogar. Was habe ich hier? Da habe ich 44 und 62 Stats drauf. Ah, okay, da wird ein Schuh draus. Okay, das sah für mich vom Bild aus wie Handgelenke, aber es sind tatsächlich Hände und ich bin ein Gimp. Ich sehe zwar da jetzt nicht, wo die... Naja, gut. Vom Bild haben wir uns ein bisschen täuschen lassen. Wir hätten es sowieso genommen, weil ich schlichtweg das Transmog brauche. Das ist jetzt aber gar nicht so schlecht, weil ich habe auf den Händen kein Versa drauf. Aber hier habe ich zum Beispiel Versa drauf. Ne? Ich habe schon welche, die 220 sind. Wenn ich aber irgendwann mit dem Rating höher bin, dann kann ich die vielleicht noch hochbasteln, dann sind sie vielleicht tatsächlich besser. Wobei, die haben wahrscheinlich sogar schon mehr Versa drauf, wenn ich es auf 213 oder so kann ich es übers RBG-Rating, glaube ich, upgraden. Also, das war jetzt kein krasses Upgrade-Item, aber vielleicht, wenn ich ein bisschen mehr Rating habe, dann kann ich es eventuell benutzen. Ne? Also, ziehen wir es mal hier runter. Ich bastel mir jetzt so nach und nach so ein bisschen PvP-Gear zusammen und dafür kann man es bestimmt noch hernehmen. So, dann können wir gleich mal reingucken, wie viel wir für Set haben. Das Aspiranten-Gear habe ich ja fertig, Elite kriege ich ja nur über Rating und vom Gladiator-Gear habe ich jetzt insgesamt 5 Teile. Die anderen kann ich mir halt auch beim Händler kaufen. Ich halte mich da aber noch ein bisschen zurück mit dem beim Händler kaufen, weil ich ja über den Vault auch was kriege und ich kaufe mir dann einfach die Reste zusammen, beziehungsweise ich brauche ja noch relativ viele Waffeneroberungspunkte und dementsprechend muss ich so ein bisschen tatsächlich meine Marken zusammenhalten. Gut, das war es dann soweit mit dem kleinen Opening. Mich irritiert hier gerade, wo ich das Ding hier habe, aber anscheinend habe ich das letztens von Denatrius gekriegt. Ich dachte kurz, dass ich es aus dem Vault rausgekriegt habe, aber nein, ich war letztens bei Denatrius und da muss es her sein. Ne? Komisch, dass ich es noch nicht eingelöst habe. Gut, ich verabschiede mich an der Stelle, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.